In einer neuen Umfrage hat die AfD einen neuen Rekordwert erreicht und den Vorsprung auf die SPD vergrößert. Der aktuellen INSA-Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung vom 3. Juli zufolge liegt die AfD mit 21% nur noch 4,5 Prozentpunkte hinter der Union. Die SPD kommt demnach auf 19%, die Grünen auf 14,5%. Die FDP stagniert bei 6,5%. Die Linke legt 0,5 Punkte auf 5% zu. Nach dem aktuellen Meinungstrend würde es also nicht für eine Koalition aus Union und SPD oder Union und Grüne reichen. Die einzigen Optionen wären demnach eine Koalition aus Union, SPD und FDP und die Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. Nur noch 2 Vier-Parteien-Bündnisse führen zu Mehrheiten. Die Union aus CDU und CSU bleibt stärkste Kraft, wird aber von der AfD herausgefordert, so INSA-Chef Hermann Binker zur Bild.